Cheerio, meine lieben Staxeliten. Willkommen zurück zu Staxel. So, wir sind immer noch dabei, die Saat auszubringen. Haben heute noch ein bisschen was vor. Und haben die gute Titania-Musik dabei. Ach ja, Titania. Titania ist die Königin, also ist Final Fantasy 14, weil natürlich. Und ist die Königin der Feen. So. Oder der König, die sagen mal der König der Feen. Ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler ist. Oder absichtlich so gesagt ist. Jedenfalls, gibt es Titania in der Erweiterung Shadowbringer. So, also das zu brauchen, muss ich wissen. Hier, geh aus dem Weg, Hund. Ey, ganz ehrlich. Um da mal ein bisschen auszuholen, bei Shadowbringers geht es darum, dass man in eine andere Welt reist, so, die vom Licht fast zerstört ist. So. Dort gab es halt, also da haben die Helden der Licht, des Lichtes haben dort alles an Dunkelheit ausgelöscht, das es gab. Also alles. Das ist ja böse, kann man ja jetzt nicht sagen. Jedenfalls ist die Welt dann von Licht geflutet worden, weil es gab keine Dunkelheit mehr, das Licht wurde immer mächtiger und platsch so. Und aus diesem Licht sind dann halt Wesen entstiegen, die andere Leute auch zu ihrem ihresgleichen machen können. Das sind die Sin Eaters halt. Und man selbst ist halt da, um diese, ja, diese Wesen aufzuhalten, so. Jedenfalls war Titania eine, die... Oh, guck mal hier, diese leistungsstarker Kühlschrank, alles klar. Ich habe leider absolut keine Dings mehr. Was ich sagen wollte, Titania war halt diejenige, die Königin, die dann, ja, den Lichtbringer aufhalten wollte. Lichtbringer war das. Hier auch nicht, hä? Jetzt kommt das Wasser hier hin, jetzt kommt es nicht mehr hier hin. Jedenfalls, Titania war halt die, die dann... Also es gibt einen Lichtbringer und der Lichtbringer ist dafür da, dass der halt die ganze Region da, wo er ist, in Licht taucht. Also es gibt keine Nacht. So. Und Titania war halt die Königin der Feen, so, und als der Lichtbringer da angekommen ist, hat sie halt gegen den gekämpft und hat den auch vernichtet. Nur das Problem ist, dass derjenige, der den Lichtbringer vernichtet, meistens dann selbst zum nächsten Lichtbringer wird. So. Und darauf, das wurde sie dann auch, so. Und ihr Volk hat sie dann in ihr Schloss eingesperrt. Damit sie halt nicht rauskommt und jeden anderen auch noch von ihm verwandelt und... Ihr wisst schon, was ich meine, so. Und jedenfalls kommt halt dann dazu, dass du dann ins Schloss gehst, um Titania, ja, zu vernichten. Weil du bist, man ist ja bei der Mission, alle Lichtbringer zu vernichten. Und ich finde den Anfang einfach so schön, man kommt dann da an, so, es kommt die Cutscene, dann kommt er da an, guckt sie um, senkt erstmal so den Blick, so, traurig. Weil es ist ganz klar, Titania ist ja nicht absichtlich zu dem geworden, was sie ist. Sie hat ja nicht absichtlich sich in den Lichtbringer verwandelt, sondern sie hat ihr Volk beschützt und hat das halt mit ihrem eigenen Leben bezahlt. Und die Musik ist jetzt entsprechend dazu, weil sie halt Fee ist, ne, also. Ist auf jeden Fall sehr traurig eigentlich, wenn man es mal so sieht. Aber es ist auch einer der nervigsten Kämpfe überhaupt. Der Kampf gegen Titania ist einer der nervigsten Kämpfe ever. Ach, ich kann wieder Honig raus. Ich muss sowieso Gläser kaufen, ich habe aber keine Gläser mehr. Ich habe keine Gläser mehr, Leute. Das ist schlecht. So. Jupp, sie verkauft Kleidung. Iris? Ja, was ist mit deinem Laden? Warum steht der da jetzt da so? Gibt es hier keine Sternteile mehr? Leute, ich brauche neue Sternteile. Ich habe keine mehr. Ich habe keine Sternteile mehr. Ich kann auch keine mehr. Ja. Gut, wir müssen jetzt kochen. Leute, egal ob wir es wollen oder nicht. Wir haben kein Geld mehr und wir brauchen Geld. Dann wird es Zeit, dass wir jetzt unsere Großküche mal einweihen. Haben wir die gekauft und haben bis jetzt noch nicht einiges mal drin gekocht. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, der Kakao wächst nicht mehr.
So, Großküche. Hallöchen. So, ich würde aber noch gerne einen Zusatz packen. Ich habe kein Salz mehr. Ich wollte mich jetzt gerade ein bisschen Popcorn machen oder so, aber ich habe kein Salz mehr. Na egal, kümmern wir uns jetzt erstmal um den Kram. So. 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 Tatsächlich, meine Teleskoparme erreichen von hier aus alles. Genau so meine ich das damals. So. Alter. Wir brauchen ja noch Tomate für den Salat dann, ne? Für den normalen Salat. Das ist Caesar Salad, ne? So normal. Ja, ich habe so ein Salad denke, muss ich daran denken, wie ich letztes Mal Essen bestellt habe. Und ehrlich gesagt sehr enttäuscht war. Ich hatte mal wieder Bock auf Gyros gehabt, auf Gyros, leckeres Gyros. Also Gyros-Teller gekauft und das erinnert einfach daran, warum man eigentlich immer vor Ort irgendwo essen gehen sollte oder es irgendwo selbst abholen sollte oder so. Wabbelig war das Zeug, ey. Wo ich mir dann am Ende dachte, so, das reicht. Jetzt wird sich nichts mehr bestellt außer Pizza und Hamburger. Also, es ist ganz ehrlich, jetzt mal noch ganz offen ehrlich. Du kannst dir sonst nichts bestellen. Du kannst dir kein Gyros bestellen, weil es wabbelig ist. Du kannst dir keinen Rollo-Döner oder sonstiges bestellen, weil das im Grunde fast das gleiche ist. Weißt du, es wird immer von so viel Revolution im Essen, hast nicht gesehen, gesprochen und bla bla bla. Aber bis heute ist es noch nicht mal irgendwie zustande gekommen, dass die, wenn die das bringen, das Essen, es irgendwie gut verpacken. Ja? Alleine, guck mal, zum Beispiel alleine Pommes. Jeder normale Mensch weiß, dass wenn du Pommes eher in eine Papierpackung packst, ja, als in eine, ja, diese komischen Styroporteile, ja, oder Plastik, dass die knusprig bleiben. Nein, fast 90%, lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, fast 90% bringen die Pommes immer in diesen Stoff, diesen Kunststoffteilen. Und dann hast du da immer diese wabbeligen Dinger. So, es ist einfach totaler Schwachsinn. So, es ist einfach totaler Quatsch und Schwachsinn. Und bedauerlich. Aber in letzter Zeit, muss ich sagen, lässt die Qualität überall so ein bisschen nach. Also ich kann von zweien kann ich sagen, da ist es nicht wirklich so. Ich habe ja zum Beispiel Pizza von Feinpizza bestellt und natürlich Burger Mia Salaten. Die bringen immer gute Qualität. Also da konnte ich bisher nicht meckern, nichts sagen. Echt gute Qualität. Aber anderes, zum Beispiel auch letztes Mal chinesisch. Das war nix. Und so, wie bereits gesagt, wird einfach in naher Zukunft nur noch, wenn überhaupt, Pizza oder Burger bestellt, aber sonst nichts anderes. Ich muss ja sagen, ich vermisse so mein Café am Zoo so ein bisschen. Das ist auch so ein Laden gewesen, der geliefert hat. Und da habe ich dann auch immer unglaublich gerne Bratkartoffeln bestellt. Weil die waren richtig geil gemacht. Muss sagen, das Siegerschnitzel dort war auch wunderbar. Nur als ich einen Hamburger da bestellt hatte, ich glaube mit Chicken Burger, da musste ich doch ein bisschen schmunzeln und lachen, als ich gesehen habe, was da mir geliefert wurde. Da wurde dann wirklich auch so Hamburger Burger, aber dann war da so ein Hähnchenschnitzel drauf. Ich so, jo, das nenne ich auch Hamburger.
Ist schon manchmal witzig. So. Das siehst du mal, so geht es wesentlich einfacher voran, als wenn man nur eine Schneidemaschine hat. Wie gesagt, ich wünschte nur, die wären irgendwie automatisch oder so. Jetzt bräuchte man wie in Minecraft hier so klack, 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 dass das alles automatisch läuft. Minecraft auch noch eine Sache, die ich ja mal irgendwann mal let's playen wollen würde. Frage ist nur, mache ich das alleine oder lade ich mir dazu jemanden ein? Derzeit habe ich ja wieder zwei Koop-Projekte mit 7 Days to Die um 17 Uhr und Pokémon um 13 Uhr. Und ich habe nichts gegen gemeinsame Projekte, ja, also ich mag gemeinsame Projekte. Muss sagen, dass ich aber manche Projekte auch gerne im Solo genieße. Weil ich mir da einfach Zeit lassen kann, weil ich dann mal aufnehmen kann, wann ich das möchte und so. So, ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen den Kram jetzt mal weg hier. Hat das Korn neue Animation? Nö, die sind einfach kaputt. Alles klar. So, den Rest verarbeiten wir dann halt mit zum Salat oder packen es beiseite. So. 50 kriegen wir schon mal. Jetzt sind 15.000. Nice one. So. Gute Nacht. Schlafen gehen. Mehl, Gras oder Blumen, um gemischte Saat zu erhalten. Nein. Sag bloß. Drücke die Höhe und lege den Stick um Stapel. Ja, das. Der Samensteller kann dir goldene Samen geben. Okay, wir können den Samensteller ja mal machen. Muss man nehmen oder mal gucken. Das wäre natürlich interessant. So, jetzt haben wir diese Tische hier. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber wenn man da hier was draufpacken kann, ja. Frosch. Yay. Okay, dann holen wir uns die Tische doch noch. Genau, hiervon. Mach mal 15 noch draus. Obwohl, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja, da die kosten 2000. Kaufen wir nochmal 5. Sehr schön. Guten Morgen. Pflücken wir jetzt mal unser Bäumchen hier ab. Ich habe nur einen Kiwi-Baum, fällt mir auf. Können natürlich schon, dass wir jetzt auch so langsam mal den Apfel-Dings-Smoothie hier machen. Da, so. Und ich hatte, ja, die Kochtöpfe sind kaputt. Ja, doch, die Kochtöpfe sind kaputt, Leute. Wie mache ich den Salat denn? Jetzt habe ich die falsche Taste. Salat, einfacher Salat. Schneiden. Ach, die Gurke muss ich auch noch schneiden. Und dann kombinieren. Wow. Wie viel habe ich denn jetzt von der Geschichte? Wir haben 216 Tomaten. Ich glaube, das reicht dann ja erstmal. Nehmen wir die anderen Tomaten wieder mit. So, so. Dann müssen wir natürlich die Gurke auch noch hier schneiden. Und den Kohl. Das war doch Kohl, ne? Kohl, Gurke, Salat. Genau. Da haben wir 156 von, siehst du mal. Dann noch Gurke und Kohl schneiden. Nehmen wir dich mal mit. Kohl.
Gurke. So. So. Das gleiche machen wir auch mit dem Kohl. Der nicht reagiert. So. Und so. Ich kann mir die ganzen Kram schneiden hier. Dann wollen wir mal wieder gießen gehen. So, perfekt. Dann sollten wir heute auch mal den Honig da rausholen. Ein bisschen Geld haben wir jetzt wieder. Können wir wieder ein bisschen Gläser kaufen. So, nachdem wir jetzt so einfach gekocht haben, ist finally, endlich mal das Kuhgehege, das Gehege dran. Das muss vergrößert werden. Aber damit wir noch mehr Kühe zum Beispiel verkaufen können. So. Der Mais wächst jetzt auch so lange noch richtig gut voran. Können wir eigentlich auch nochmal gucken, was wir das damit kochbar ist, außer Popcorn. So. Ja, die Zuckerrübe wieder hier. Und fertig. Wunderbar. Dann kommen jetzt erstmal die Tiere dran. Wo der Speck nach draußen geworfen wird. Cookie. Bessie. Ultra Kuh. Na, euch Kühe muss ich immer wieder reinschicken zu essen, ne? Pupsi, ich habe also den weggedrückt. Essen, 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 essen. Lasst es euch schmecken. So. Also gucke ich jetzt mal ganz ehrlich, ne? Los, raus. Nein. Hau ab jetzt hier. Mann. So. Weißt du, holst du Kugel extra raus aus dem Ding? Und die meinte, ich gehe ja gleich wieder rein. So, wie gesagt, ich muss jetzt Dings kaufen gehen. Pflücke ich gleich auf dem Rückweg. Na, Oscar, was geht? Leute, den Dorf einen Besen haben, desto sauberer sollte es werden. Ziemlich einleuchtend, oder? Das ist ja nun keine Raketentechnik. Naja, nur wenn man einen Besen besitzt, heißt das nicht. Als er diesen Besen schwingt, ja, das wollte ich mir gerade sagen. Dann sagen wir überhand. Uah, mein Mikrofon, sag mal. Ich muss mir vielleicht einen Leierling suchen. Ja, aber nicht mich. Autoreiniger. Dann kann ich sie selber zurück, um einen zu bauen. Mhm. Auslegung der Stadt ist überhaupt nicht.
Ja, bau du mal hier kostenlos, mein Freund. Sind wir froh, hätte ich nicht gebaut, hättest du kein Haus. So. So, zack, zack, zack. Ein paar leere Gläser mitnehmen. Ich würde, glaube ich, ich nehme mal 40 Gläser mit. Weil, dann haben wir zumindest für 10 Mal Honig schon mal dort. Ah, 30, 31, 32, ja, bleib. Dass man die Tasten nicht einfach gedrückt halten kann, das ist so. So, perfekt. Haben wir wieder 40 Gläser. Das ist hier wunderbar. Sternteil, ich brauche euch. Ich habe nämlich keine mehr. Hi. Vor der Fassen. Was? Achso. Cecil, Zeitmaschine, wer hat dir davon erzählt? Ich nicht. Ich dachte nur, ich höre hier Telefonate. Was? Ja, dann mach doch. Ja, der dunkle Hoodie sieht aber auch ganz nett aus, ne? So, gehen wir mal zurück. Pflücken erstmal hier, dann gehen wir gleich noch schön wieder kochen. Beziehungsweise schnibbeln. Schnibbeln. Macht sich ja leider nicht von alleine. Ah, die Brombeeren wachsen nicht im Herbst. Deswegen meckert er manchmal. So, ja Leute, ich würde aber sagen, das Schnibbeln kann ich offscreen machen. Was ihr offscreen machen könnt, ist einen Daumen auf das Video zu werfen. Ne, bewerten. Dann könnt ihr abonnieren. Und dann könnt ihr beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn die Kochtöpfe immer noch backen. Und wir auch fleißig dann wohl mal uns ans Gehege machen. Also bis dahin.